Herzlich willkommen zum allerersten live gestreamten Kochkurs der Biostadt München, den wir heute im Rahmen des Klimaherbsts anbieten dürfen. Wir freuen uns, dass wir heute Abend zusammen mit unserem Gast Hubert Bittel Saisongemüse restlos glücklich verkochen werden. Und ich freue mich, dass wir das als Biostadt auch tun können. Die Biostadt München, die gibt es jetzt inzwischen in diesem Jahr seit 15 Jahren. Wir wurden 2006 als Projekt gegründet und sind inzwischen im neuen Referat für Klima- und Umweltschutz angesiedelt. Und seither versuchen wir, den Anteil an Bio-Lebensmitteln aus der Region zu AHV-Anlässen, also allen Anlässen, wo wir außerhalb der eigenen vier Wände essen, zu erhöhen. Wir sind drei Mitarbeiterinnen, das ist zum einen die Astrid Engel, die ist Agraringenieurin, und dann zum anderen die Christine Meyer und ich, wir sind beide Diplom-Ökotrophologinnen. Und wir tun dies im städtischen Geschäftsbereich, in der Gastronomie und in Kindertageseinrichtungen. Aber nun zu unserem Gast Hubert Bittel. Hubert Bittel ist Biomentor und Profikoch. Er ist nämlich der Küchenchef der Versicherungskammer Bayern und ich freue mich, dass wir heute hier mit ihm zusammen kochen können. Herzlich willkommen auch Hubert. Ja, danke schön für die Einladung. Nochmal von mir, schönen guten Abend. Und da wir eigentlich unsere Hauptaufgabe heute haben, irgendetwas zu kochen, das Rezept ist angehängt, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, damit wir irgendwann mal auch was zu essen bekommen. Und vielleicht noch kleine Anmerkung von mir. Es soll ja Leute geben, die jetzt hier fleißig mitkochen und dann am Ende auch was essen wollen. Dann bitte über die Chat-Funktion Kommentare und so weiter können Sie ruhig Fragen stellen oder Kommentare hinterlassen, die wir dann versuchen einzuarbeiten. Zum Beispiel, wenn wir mit was schneller fertig sind, als Sie brauchen in der Küche und so, dass wir ungefähr im Gleichschritt marschieren bei der ganzen Geschichte. Genau. Und wir kochen hier zusammen. Wir sind hier in der Community Kitchen von der Günnisch. Die Günnisch hat hier was ganz Großartiges vor, nämlich genau das, was wir heute auch machen: restlos kochen. Sie möchte hier Lebensmittel retten und Menschen miteinander verbinden. Und das finden wir ganz toll und schön, dass wir hier in der Küche auch jetzt sind. Aber du hast schon gesagt, damit wir auch was zu essen kriegen, Legen wir mal los. Und in der fremden Küche müssen wir erst mal schauen, ob wir damit zurechtkommen. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir erstmal unseren Warenkorb an. Das ist eigentlich das, was man so um diese Jahreszeit, wir kochen ja auch saisonal, in gängigen Supermärkten, auf Wochenmärkten, eventuell in der Ökokiste, dass man alles findet, kennt man natürlich ganz klassisch die Kartoffel, um die es hauptsächlich geht, die Pastinake, gelbe, rote Beete haben wir, Zwiebelchen, ein Kürbis ist auch zurzeit überall zu sehen, Halloween naht. Wir haben Kohlrabi, wir haben natürlich unseren Hauptpart heute, die Steckrübe. Und wir wollen einfach aufzeigen, obwohl wir ein Rezept ausgegeben haben, dass Sie nicht unbedingt gebunden sind, wenn Sie auf dem Wochenmarkt sind und mit Ihrem Zettelchen durch den Wochenmarkt laufen und sagen, oh, wie finde ich denn jetzt eine Steckrübe, wenn es gar keine gibt. Deswegen haben wir auch die anderen Sachen, wie zum Beispiel hier die Rüben oder die Kohlrabi, die sind aus deinem eigenen Garten, genau, ja, der große. Ist, der große Kohlrabi, das ist ein sogenannter Superschmelz und da sind wir ganz stolz drauf. Also der ist tatsächlich innen drin auch total zart. Und was wir noch aus dem Garten oder was ich noch aus dem Garten mitgebracht habe, ist die Topinambur, zu der werde ich später auch was erzählen noch. Und du hast noch mitgebracht das Bamberger Hörndl, genau. Gell? Wir retten ja oder wir versuchen natürlich alles zu verwenden und das sind jetzt eine spezielle Kartoffelsorte, das Bamberger Hörndl. Ist Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr im Kommen auf den Märkten, weil es eigentlich eine aussterbende Art war. Und ist eine ganz feinschmeckende Kartoffelsorte, die man natürlich auch mit Schale essen kann und so weiter und so fort. Die wollten wir nur noch am Rande erwähnt haben, wie zum Beispiel auch die Süßkartoffel. Einfach nur, um die gängigen Marktkartoffeln noch etwas zu überbieten sozusagen. Wir fangen jetzt erstmal an. Ich würde mal sagen, du machst mal die Pastinaken zum Schälen. Die nehme ich mir schon mal. Vielleicht an die Pastinake. Bitte? Ah. An die Zuschauer zu Hause. Denkt dran, Sie können mitkochen. Wenn wir hier schälen, habe ich aber trotzdem, wir haben nichts vorbereitet, aber auf dem Herd sollte Wasser stehen, dass es schon mal anfängt zu kochen, weil wir nachher unsere Steckrüben da blanchieren wollen. Und wenn wir alle zusammen aufs Wasser warten, bis es kocht, dann wird es vielleicht doch ein bisschen länger. Deswegen Wasser aufstellen, Wasser zum Kochen bringen und dann mit Gemüseschälen anfangen. Genau. Und wir
machen jetzt Kartoffel-Pastinaken-Rösti. Rösti, genau. Rösti hat auch andere Namen, gell, Hubert? Kartoffelpuffer, Bratlinge kann man dazu sagen. Das ist jetzt eigentlich relativ ungezwungen. Die Frage ist eher, warum macht man jetzt dieses Gericht? Die Herleitung kommt daher, man muss ja nicht jedes Mal ein Rezept neu erfinden oder in der Küche sich verbiegen mit allen möglichen Sachen, sondern das ist ein Gericht, das als eigenständig, so wie wir heute das produzieren, funktioniert, aber auch als reine Beilage. Man kann es anders kombinieren. Wir kombinieren jetzt zum Beispiel hier die Pastinaken mit Kartoffeln. Man kann aber auch mit Kürbis arbeiten. Man kann es, deswegen habe ich hier die Äpfel, manche haben einen eigenen Garten, die haben Fallobst, kann man mit Apfelkompott und wie klassisch das als Süßspeise machen, das ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich finde es auch total super, dieses Rezept kann man verwenden, um, wenn man Kindern Gemüse anreichen will, also ich habe da so einen Fall in der Familie, sagen wir mal, da bin ich immer ganz froh, wenn ich ganz viel Gemüse anbieten kann. Und in so einem Rösti kann man das natürlich super verstecken. Ja, wobei mein Kleiner wahrscheinlich das rausschmecken würde. Der ist da eine Separiermaschine, was der Gaumen anbelangt. Was aber man kann es probieren. Man kann es versuchen. Die Strategien also dürfen ja nicht ausgehen, genau. Man muss dazu sagen, ich bin ja öfters tätig in so Kochkursen oder Beratungen, was Essen anbelangt. Wenn man die Leute reden hört, ernähren sich alle gesund und essen genug Gemüse. Wenn man die tatsächlichen Zahlen hört, 50% der Deutschen ernähren sich ungesund und unzureichend. Deswegen heute auch nochmal ein Gericht eben auf der vegetarischen Schiene. Wir wollten jetzt kein veganes Gericht machen, um einfach auch das Gemüse in den Mittelpunkt zu stellen. Genau. Und was wir nicht vergessen dürfen, bitte die Abschnitte und Schalen, die sammeln wir im Laufe des Abends, sage ich jetzt mal. Ja, genau, bis also auf ich die Kartoffeln. Hier, die Kartoffeln nicht. Ja. Genau, also Pastinakenschale auf jeden Fall schon mal, habe ich hier schon mal bereit gestellt, sage ich jetzt mal. Brauchen wir für später. Diejenigen, die eine Ökokiste zu Hause haben, können jetzt auch noch reingreifen und schauen, ist vielleicht noch eine Karotte dabei. Die können wir auch noch mitverwenden. Also es ist ganz ungezwungen. Sie ruinieren sich in dem Fall nicht das Rezept. Genau. Und beim Reiben, also viele haben ja zu Hause vielleicht auch einen Multizerkleinerer oder sogar einen Thermomix. Da geht es natürlich jetzt auch einfacher. Wir haben jetzt hier eine haushaltsübliche Reibe. Und dabei ist es wichtig, dass wir uns die Finger nicht verletzen. Können wir nämlich solche Abschnitte auch ganz einfach für später für unsere Soße aufheben. Man muss nicht bis zum letzten Rest durchreiben. Wie sagt man immer, wenn es rot kommt, war es zu viel? Ja, das ist bei mir schon passiert. Ist schon passiert. Ja. Aber nicht von der Reibe. Also okay. So. Ja, was ist an dem Rezept vielleicht noch zu erwähnen als Besonderheit? Wir haben jetzt hier rohes Gemüse, also auch rohe Kartoffeln. Das Ganze funktioniert auch mitgekocht. Warum sage ich das jetzt? Zum Beispiel, wenn man eben auf die Bamberger Hörnl verweist, das sind ja sehr diffizil zu schälendes Produkt, ja, wo man stundenlang in der Küche stehen würde, allein um das Zeug zu schälen. Und man hätte auch einen großen Verlust an Schale, an Kartoffelfleisch, weil man eben die Schale gar nicht so fein runterkriegt. Ich sehe es immer ganz wichtig an, dass man das plant, was man kochen will, dass man das plant. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Kartoffeln kochen, eine größere Menge, und am ersten Tag Kartoffeln mit Quark essen und die restlichen Kartoffeln, die übrig bleiben, die kalt sind, dann als gekochte Kartoffeln reiben, schon schwuppdiwupp. Wir brauchen die Abschnitte, aber bitte so, Silke, ja? In extra, also hier, die machen wir da rein, weil die Schalen machen wir, die machen wir nicht in die Soße. Ah, okay, Entschuldigung. Genau, so rum, ja. Okay. Das heißt, Sie planen erst Kartoffeln mit Quark, mit den restlichen Kartoffeln machen Sie genau das Gleiche, wenn sie geschält sind. In dem Fall halt nicht roh, sondern geschält, gerieben. Und man kann die gleiche Masse in dem Rezept mit gekochten als auch mit rohen Kartoffeln machen. Spielt in dem Fall keine Rolle. Wichtig ist, dass Sie dann beim Reiben die Abschnitte aufheben. Das zeige ich jetzt mal hier. Mhm. Wir reiben jetzt nicht ganz durch. Und die Sache ist schon fertig. Genau, und ich habe noch eine ganz interessante Geschichte zu Kartoffeln. Also die kommen ja von den Inkas und seit 7000 Jahren sind sie kultiviert, aber in Deutschland war das gar nicht so
so eine ganz einfache Geschichte, weil die Kartoffel über die Seefahrer nach Europa kam und dann erstmal als Zierpflanze verwechselt wurde, weil es hat im Prinzip die Gebrauchsanweisung gefehlt, wie gehe ich mit so einer Kartoffel um. Und da hat der, dass es jetzt ein Volksnahrungsmittel in Deutschland ist, hat damit zu tun, dass der Friedrich II. Von Preußen einen ganz interessanten Trick angewandt hat. Der hat nämlich Felder mit Kartoffeln, ich muss parallel leider reiben. Weiterhin ohne Finger, ja? Ja, ja. Der hat im Prinzip Felder mit Kartoffeln bestücken lassen und dann von Soldaten bewachen. Und dann war das natürlich sehr interessant, weil dann haben auch die Bauern das ausprobiert, weil es natürlich so irgendwie was ganz Besonderes war. Und so ist die Kartoffel in Deutschland zum Grundnahrungsmittel geworden. Und genau, und die Sorten wurden jetzt immer mehr oder immer mehr zum, sage ich jetzt mal, rund gezüchtet, dass sie einfach auch ertragreich und so sind, wie wir sie im Handel jetzt auch finden. Aber eigentlich ist die Kartoffel eine ganz olle Verdränglerin, weil sie hat nämlich die Pastinake, die früher nämlich diese Rolle hatte, die Steckrübe und auch die Topinambur zum Beispiel verdrängelt. Weil sie eben ertragreicher war, ist sie jetzt auch und leichter zu verarbeiten, sage ich jetzt mal. Sieht man ja auch, entweder kann der Hubert das besser als ich oder meine Reibe ist nicht scharf genug. Aber ich oder denke, das reicht jetzt genau. Inzwischen von der Menge. Ich habe mir inzwischen noch eine Karotte aus unserer Ökokiste genommen und vielleicht kann man das mal nochmal zeigen hier. Wir haben jetzt hier von der Karotte, von der Pastinake die Schale, die haben wir aufgehoben. Warum wir das machen, das zeigen wir dann nachher. Wir haben ja das Motto restlos. Warum hebt er jetzt die Schalen auf? Ich meine, wir sind keine Elefanten oder so, die das Ganze essen oder können. Hasen. Oder Hasen, genau. Nichtsdestotrotz versuchen wir trotzdem etwas zu machen. Hier habe ich die gerieben, die Reibeabschnitte sind jetzt da drin, die brauchen wir nachher. Wir müssen noch ein Zwiebelchen schälen, das steht noch mit im Rezept. Hier haben wir die kleine, ich hoffe, wir fangen jetzt nicht zu weinen an. Also das würde ich mir wünschen. Ja, das ist natürlich auch, ausdrücken bitte. Ja, wenn man den ganzen Warenkorb jetzt hier anschaut, das ist natürlich auch von der Natur gemacht. Um diese Jahreszeit reifen die, das Gemüse, auch das Obst, das so reift um diese Jahreszeit und teilweise auch winterhart ist, wie zum Beispiel die Pastinake, die ja auch noch viel später, später geerntet werden kann, sind also alle Vitamine und Mikronährstoffe enthalten, die man natürlich auch jetzt um diese Jahreszeit wirklich benötigt, um sich gesund zu ernähren und sich eben so Sachen wie Vitamintabletten oder ähnliches zu sparen. Ne? So, die Silke hat jetzt ein bisschen vergessen, die Kartoffeln auszudrücken, aber ist nicht so schlimm. Das ist eh eine festkochende Sorte, was wir hier haben. Ist gar nicht zu viel Wasser drin, da reicht also ein leichter Handdruck. Dann sehen Sie schon, wenn man das da drauf zoomt, wie hier da die Flüssigkeit rausläuft, dass man einfach nicht so eine nasse Masse haben. Ich nehme die Reste natürlich jetzt noch. Ich glaube, das ist wichtig für den Halt auch, oder? Für die Röste dann richtig, später? Genau. Ja. Weil sonst spritzt es auch so sehr in der Pfanne, wenn wir so viel Wasser reingeben. Das wollen wir ja gar nicht haben. Und, sollen wir die eine Zwiebel wollen wir jetzt fürs Rezept und die anderen? Wir heben die eine Zwiebel auf für die Soße. Genau. Aber die darfst du mir auch schon in Würfelchen schneiden. Das ist überhaupt kein Thema. So, dann gehe ich mir rüber mal die Hände waschen. Genau. So. Also dann tue ich ein bisschen was von denen, die groben Stücke vielleicht. Die darfst du da rein. Die groben Stücke da rein und die feinen Stücke bitte zu mir. Ja. Genau. Ist jetzt natürlich mit einer, die geneigte Küchenkraft zu Hause, fragt jetzt vielleicht nach der Bindung und so weiter und so fort. Man kann jetzt da auch variieren, wenn man sich unsicher ist. Also ein bisschen. Wenn man es noch gesünder haben will, als so ein bisschen Vollkornmehl mit rein, eventuell ein Ei mit reinschlagen. Als Veganer natürlich machen wir das nicht. Durch das, dass wir das relativ frisch verarbeiten, also wir machen das sozusagen sofort, braucht man eigentlich überhaupt keine Bindung. Es reicht so aus. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind natürlich die Gewürze und die Pfanne. Die Silke macht schon mal die Pfanne.
Schau mal, ich habe hier Muskatnuss, glaube genau, ich, wolltest ein, du? Wir tun jetzt in dem Fall einen Hauch Muskat rein. Darfst drückst du einen halben Löffel. Ich so. Tue es mal ein bisschen Salz drauf geben. Einfach mit der Mühle. Das muss man ein bisschen mit Gefühl machen am Anfang. Bisschen Paprika auch? Bisschen Paprika. Das machen wir auch ein bisschen, dass wir ein bisschen Farbe reinkriegen in die ganze Geschichte. Und natürlich ein bisschen Kurkuma. Wir arbeiten noch nicht mit, deswegen das Kurkuma. Die Kartoffel neigt dazu, dass sie natürlich sehr schnell braun wird, wenn sie an der Luft ist. Was dann nicht ganz so schön ist. Und mit dem Kurkuma kriegen wir da ein bisschen tolle Farbe rein, damit die auch leicht hellgelb leuchten. Sehr ich gehe mal Pfanne, Vollgas. Genau. Ja, ich habe jetzt einen Schluck Rapsöl reingegeben. Richtig, wir kochen mit Rapsöl. Das wird übrigens auch empfohlen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, als das Küchenöl sozusagen für alles zu verwenden. Harmoniert natürlich ausgezeichnet mit gerade diesen Wintersorten an Gemüse. Und Sie sehen schon, ich mache das auch mit der Hand und fange da nicht an mit einem Kochlöffelchen, weil Sie brauchen da auch ein bisschen ein Gefühl und einen Druck, dass die Masse leicht homogen wird. Schade, dass man es jetzt nicht riechen kann. Also die Pastinaken riechen wirklich sehr gut raus. Also wer noch nie mit Pastinaken gekocht hat, ist wirklich eine tolle Geschichte. Wenn es noch später im Jahr wäre und im Biobereich, wenn Sie später geerntete Pastinaken bekommen, wird es noch süßer. Genau, also ja, es ist nämlich so, die Pastinake ist eines der Gemüse, das sogar bei Frost im Boden bleiben kann und dadurch süßer wird. Genau. Genau, und es hat viermal mehr Vitamin C wie eine Karotte. Genau, also du hast jetzt das Rapsöl, ist jetzt heiß. Genau. Und du hast jetzt aber wieder ein bisschen runtergedreht. Damit ja, das muss man auch ein bisschen im Gefühl haben. Ich hoffe mal. Wir wollen natürlich auch nicht zu viel Fett verwenden, aber eine ganz kleine Menge brauchen wir zum Braten. Dann machen wir hier so diese kleinen Plätzchen oder Kügelchen. Sie können sie auch größer machen, wie es beliebt. Genau, man kann das wir eben geben als, die mal so in die Pfanne rein. Man kann es eben als kleine Portionen machen und dann, ich meine, man kann das auch als Beilage verwenden, hast du vorhin ja schon gesagt, oder man kann es zum Beispiel auch als ganze Fläche, also richtig, als wie ein Röstli-Pfannkuchen. Kompletten Pfannkuchen backen, genau. Genau, und das ist das Tolle dran. Also ich finde halt immer noch die Idee, Gemüse zu verstecken für Kinder super. Und es ist für mich auch einfach ein tolles Rezept, weil man verschiedene Gemüse auch einfach austauschen kann. Also du kannst ja jetzt statt Kartoffel könnte man eine Süßkartoffel nehmen. Richtig. Statt Pastinake könnte man eine Karotte nehmen. Ja. Statt Pastinake auch Kürbis. Das habe ich schon mal. Kürbis kann man reinmachen. Genau. Also Kohlrabi kann man verwenden. Also da ist also der Fantasie sind da fast keine Grenzen gesetzt. Oder der Biokiste. Richtig, der oder Biokiste. Der Biokiste und natürlich der Saison, ja, weil bestimmte Gemüse sucht man natürlich auch in der Saison wiederum vergeblich. Ja, dann stellt sich immer die Frage, wann ist sowas fertig? Da gibt es keine feste Richtschnur. Man muss einfach ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Man soll sie auch nicht zu oft umdrehen, weil es natürlich doch etwas fragil ist, das Ganze. Ich muss nochmal die Silke fragen, ob wir denn schon ein Blech haben, wo wir die dann drauf tun können, ja, wenn wir sie aus der Pfanne nehmen. Das Blech lege ich dir hier hin. Drehen wir mal schnell um. Ja, manche mögen es ja ein bisschen krosser, die lassen sie länger auf einer Seite. Hier, das ist jetzt schon so ein bisschen so die goldgelbe Farbe. Also ich finde, es ist ganz toll durch das Kurkuma. Sieht man richtig, dass richtig, es so richtig genau, wie Gold auch entgegenstrahlt. Das ist natürlich schon ein bisschen filigran, das Ganze, weil wir eben wirklich hier bei dem Rezept bewusst auf Bindung, die Bindung weggelassen haben. Die klassische Ableitung vom Schweizer Rösti, eigentlich das Rösti, das Nationalgericht der Schweizer, die machen sie auch mit gekochten Kartoffeln. Und wir haben da eine spezielle Rösti-Pfanne. Die ist dann genauso groß wie eine Portion. Da haben Sie natürlich auch nicht das Problem so sehr, dass die Kartoffel auseinanderfällt, weil es dann in einer Form gebacken wird. Ja? Genau, also und wenn man jetzt ein bisschen Vollkornmehl reingetan hätten noch man muss ein bisschen mit der Temperatur spielen, also da müssen wir dann nebenbei achten. Ist eine neue Küche hier für mich, die kocht sehr gut. Der Herd mit Wasser kocht schon für nachher für unser Steckrippenschlüssel. Ja. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen, die Sache läuft. Genau, also vielleicht kann ich in der Zwischenzeit, wenn wir jetzt hier warten. Eine Anmerkung noch, um auch keinen Stress in der Küche zu haben, warum machen wir das jetzt getrennt?
Ganz einfach, wenn das soweit fertig ist, ich muss jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass sie innen schon ganz gar sind. Dass sie, die können ruhig noch, ja, im Kern noch etwas roh sein. Deswegen setzen wir die auf ein Backblech und geben die nachher hinten in den Ofen rein. Hat den Vorteil, da ziehen sie ganz langsam nach, garen sozusagen fertig und ich habe in der Küche wieder meinen Platz und kann wieder arbeiten und kann mich dem nächsten Arbeitsschritt zuwenden, ohne in Hektik zu verfallen oder mordsmäßig Stress zu haben, wie ich denn das alles auf dem Herd handeln muss. Deswegen nehme ich die jetzt eigentlich auch schon raus, setze die auf unser Backblech. Genau, aber man kann ja sagen, das Rapsöl, hast du schon gesagt, das nimmst du, weil es eben geschmacksneutrales Öl ist. Und es ist ernährungsphysiologisch empfohlen. Ja, also genau. Von den oberen Währungshütern der Bundesrepublik Deutschland, der DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, sind die empfohlen. Ist empfohlen, dass man Rapsöl als Hauptspeiseöl verwendet. Und natürlich so Geschichten wie wo Karotten dabei sind und so weiter, wo man sowieso das Öl brauchen, um die Vitamine aufzunehmen im Körper, ist es also doppelt wichtig. Und den Ofen, den schalte ich jetzt auf 140 Grad. Richtig, und dann lassen später, wir die, genau, später ein bisschen wir die weniger. Ziehen, dann machen wir den Schnitzel rein, genau. Auch ganz toll ist im Haushalt, ja, man sagt immer, man produziert irgendwelche Spülberge. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden, dass wir irgendwelche Spülberge produzieren. Das heißt, wir nehmen die Pfanne gleich wieder. Wir kratzen ein bisschen die Kartoffelreste raus und ansonsten müssen wir gar nichts machen, gehen erstmal von der Temperatur zurück, weil da braten wir natürlich sofort im Anschluss unser Schnitzel und haben hier nicht noch eine ganze Spülcrew beschäftigt. Genau. Jetzt ja, was sind müssen wir jetzt machen? Jetzt, genau. waren wir richtig schnell. Ja, genau, wir sind total schnell und ich glaube auch, dass das eine ist ja jetzt, wenn wir jetzt sagen, zu unserem nächsten Gericht, das wir machen, ist ja das Steckrübenschnitzel. Genau, da würde ich ganz gerne kurz die Steckrübe mal zeigen. Und die Steckrübe ist ja ist eine sehr lustige Geschichte auch. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich bei meiner Oma auch so ein Püree gekriegt habe aus Bodenkohlrabi. Der heißt auch Bodenkohlrabi, also ist ein anderer Name für die Steckrübe. Und es ist so eine Kreuzung, kann man sagen, geschmacklich zwischen Kohlrabi und Karotte, so ein bisschen. Ja. Von der Farbe her heißt die auch Goldrübe, weil das werden wir dann auch gleich sehen, wenn wir sie aufschneiden und beziehungsweise dann auch anbraten. Fangen wir mal an zum Schälen, dann kannst du weiter erzählen. Genau. Genau, und die Abschnitte brauchen wir die dann auch später? Die Schale nehmen wir nicht, aber die Abschnitte nehmen wir ein paar mit dazu. Okay. Genau. Was ganz interessant ist, und da würde ich ganz gerne die Susanne Kiel auch erwähnen, die ist ja die Botschafterin der bayerischen Rübe, weil bis zum 19. Jahrhundert war in Bayern eben eine ganz spezielle Rübensorte sehr bekannt und die möchten wir jetzt auch ein bisschen fördern, indem wir sagen, dass es die gibt und dass vielleicht auch die Nachfrage dann auch steigt und sie deshalb auch wieder angebaut wird. Weil diese Rübe ist wiederum eine andere Geschichte. Früher hat die Kartoffel Hungersnöte gemildert oder beziehungsweise verhindert. In dem bayerischen Fall war es andersrum. Da hat nämlich die Rübe die Hungersnot gerettet oder die Hungersnot verhindert. Und da gibt es immer die Dachauer Rübenwochen. Und dort wird dieses Gericht aus Steckrüben, das ist eine Art Püree, das heißt dann auch Rübentauch. Und da werden dann die klassischen Schmalznudeln, die genannten Schuxen, kann man da eintauchen. Das ist ein ganz klassisches bayerisches Gericht mit der bayerischen Rübe. Und wir werden nächstes Jahr in unserem Schrebergarten auf jeden Fall ein paar anbauen, damit wir, weil dieses Jahr hat es, glaube ich, mit dem Anbau nicht so gut geklappt, weil es zu feucht war im Sommer, da sind die Samen nicht aufgegangen. Ein super Sommer. Genau. Genau, also das ist noch ein kleines Plädoyer an die bayerische Rübe. Genau. Und Hubert, du hast jetzt schon die... Richtig, wir haben jetzt auch schon den Anschnitt. Ein bisschen was habe ich noch in unsere Reste mit reingetan. Das zeigen wir vielleicht nochmal ganz kurz in die Kamera. Genau. Also das sind eben diese klassischen Gemüseabschnitte, die wir später für eine geheime, für eine geheime, ja genau, die wir später auf jeden Fall brauchen für
ein Bestandteil unseres Gerichts. Also wir haben jetzt hier ganz klassisch das große Teil, hier diese Steckrübe ist geschält, man sieht die schöne leuchtende Farbe. Und jetzt geht es schon mal los, wir haben gesagt, wir machen die im Backteig, ist natürlich überhaupt gar kein Problem, es reicht, Sie legen sie die so in die Pfanne rein und braten die und grillen die, deswegen ist auch der Begriff Schnitzel oder Steak durchaus berechtigt. Wir rücken das Gemüse in den Mittelpunkt, in den Schwerpunkt, was nicht heißen soll, dass man nicht zu diesem Gericht auch ein Fleisch dazu machen kann. Aber das muss wieder in die Köpfe der Menschen. Der Fleischkonsum ist definitiv zu hoch. Und wir sprechen heute ein Plädoyer auch für Gemüse als Hauptbeilage oder keine Beilage. Dann vielleicht auch noch so als kleine Anmerkung. Das ist ja relativ jetzt groß und schwer zum Handeln. Okay, ich bin Profi, habe ein großes Messer. Die Gefahr besteht natürlich immer bei sowas. Hier, man rutscht ab oder man kriegt es nicht in die richtige Scheibe geschnitten und man schneidet sich den Finger und all diese Sachen, wenn Sie die vermeiden wollen. Es ist also durchaus legitim und ich mache das jetzt auch einfach mal, wenn was zu groß ist. Dann machen wir es halbiert. Mhm. Wir wollen ein gutes Essen kochen, wir wollen schnelles Essen kochen, wir wollen gesundes Essen kochen, aber wir basteln keine Streberteller. deswegen machen wir das so. Und dann liegt sie schön flach auf dem Brett auf. Dann kann ich hier meine Finger zurücknehmen, wähle jetzt ungefähr so einen guten Zentimeter ein Scheibchen, das ist den Begriff Schnitzel auch verdient, und mache dann schön den Abschnitt und habe wunderbar hier meine Schnitzel. Genau, und im Rezept hatten wir ja auch, oder beziehungsweise der Zutatenliste hatten wir ja auch geschrieben, weil es ganz schwierig ist, Steckrüben zu bekommen. Die sind ja Späternte. Ja, also und das sind jetzt, glaube ich, die ersten, die es so dieses Jahr gibt. Haben wir ja auch gesagt, dass wir das zum Beispiel auch mit einem ganz normalen Kohlrabi machen können, den wir genauso behandeln, weil der Kohlrabi auch hart ist, der wird dann auch blanchiert, also erst geschält und dann blanchiert. Oder man kann es natürlich mit einem Kürbis machen. Da ist es dann so, dass man vom Abschnitt her schaut, dass man auch einen flachen Abschnitt sich aus dem Kürbis, der ist ja rund, ist ja dann technisch ein bisschen schwieriger, also auf jeden Fall einen flachen Abschnitt dann wählt. Und dann kann man das mit dem Kürbis genauso machen. Genau. Gut, Robert. Jetzt zahlt es sich aus, dass wir das gemacht haben. Hoffentlich, was wir am Anfang gesagt haben, bringt Wasser zum Kochen. Nicht die schwierigste Aufgabe des heutigen Tages, aber bei uns hat es funktioniert, das Wasser kocht. Und blanchieren, französischer Begriff, heißt eigentlich kurz mit kochendem Wasser überwallen lassen. Das hängt natürlich davon ab, wenn Sie jetzt Brokkoli-Röschen machen würden oder Spinat, dann wäre es wirklich nur ganz kurz und sofort wieder raus, weil das von der Struktur natürlich ganz empfindliche Geschichten sind. So eine Rübe, die hält schon ein bisschen mehr aus. Und wir wollen sie aber wirklich, es ging ja auch ohne im Backteig, aber das Verhältnis von Menge Backteig zum langen Braten, bis das Gemüse dann durch ist, empfehle ich ein Blanchieren. Sie können sich den Arbeitsschritt auch sparen, dann haben Sie das Gemüse natürlich ein bisschen mit mehr Biss. Italiener würden sagen al dente. Es hat doch auch damit zu tun, dass im Prinzip die Panade oder der Backteig, den wir dann nachher um die Rübe legen werden, dass der dann im Prinzip auch schneller fertig ist, als dann im Prinzip die genau, Rübe. Genau, richtig, also, ja. Das, und genau. Deswegen machen wir das ein bisschen mit dem Blanchieren, damit eben insgesamt die ganze Geschichte schneller fertig wird. Und dann auch, wir wollen ja beides gleichzeitig servieren, die Rösti, die jetzt fertig garen, mit dem Schnitzel zusammen serviert werden kann. Und was denkst du, wie lange jetzt so eine Rübe? Ja, wir lassen die jetzt so 3-4 Minuten da drin rumbrodeln. Mal gucken wir mal schlau auf die Uhr. Ja, passt wunderbar. Und währenddessen kommen wir jetzt zu unseren Abschnitten. Mhm. Die haben wir ja groß angekündigt. Oder was machen wir denn? Den Teig können wir auch zwischendrin machen, aber es muss abkalten. Aber wir zeigen das jetzt mal mit. Okay, dann machen wir das mit. Wir haben ja das Zwiebelchen aufgehoben. Das hast du da schon mit rein. Ja. Hey, weißt du was? Soll ich dir nochmal eins schneiden? Sie sabotiert mich immer ein bisschen. Das ist der, Entschuldige. Das ist der klassische Live-Charakter. Ne? Es lag dran, es war kein. Wir hatten kein anderes Fernsehen. Ja, genau. Also soll ich nochmal schnell eine schneiden? Nein, passt schon. Mein ursprünglicher Plan war natürlich in einem kleinen Töpfchen mit etwas Rapsöl. Geneigte Leute würden noch sagen, da würde ich gerne Butter nehmen oder Butterschmalz. Also seien Sie da wirklich frei in der Geschichte, je nachdem, ob Sie es dann tatsächlich auf der veganen Seite halten wollten und wie auch immer. Man könnte da jetzt sogar auch ein bisschen Bauchspeck mit, also nichtsdestotrotz Fleisch mit rein, man könnte da auch ein bisschen Bauchspeck mit anschwitzen lassen, spielt überhaupt gar keine Rolle.
aber in Deutschland und in Bayern kein Essen ohne gute Soße. Ja? Mhm. Somit müssen wir also irgendwie die Soße zaubern und nur mit Wasser kann man keine Soße kochen. Deswegen haben wir hier die Abschnitte. Und zu Hause haben Sie ja ganz brav noch Ihre Zwiebeln extra, weil Sie keine fleißige Assistentin haben. Und diese Zwiebeln werden dann, hier mit dem Öl, nebenbei machen wir mal nochmal ein kurzes Auge auf die blanchierenden Rübchen. Dann geben wir auch eben hier unser, wie gesagt, hier das Öl rein. Machen ein bisschen nochmal mit der Temperatur, aber auch alles nichts zu heiß. Wir wollen nichts verbrennen, wir wollen nichts hinrichten. Und totgaren. Und zu Hause braten Sie dann, die ich jetzt hier ganz fein raussuche, etwas die Zwiebelwürfel an. Ja, ich spare mir das dann, ich mache dann alles auf einmal. Genau. Also die Gemüsereste, die wir so haben vom Reiben, die Karotte, die ich noch habe, ganz mit dazu. Kann man halten, wie man mag. Und das möchte ich wirklich nochmal, werde ich vielleicht noch mehrfach am Abend machen, darauf hinweisen. Wir wollen uns nicht nach der Rezeptur versklaven. Ja? Wir wollen alles verwenden, wir wollen gut kochen, es soll schmecken. Deswegen tun wir das jetzt zum Beispiel auch ein bisschen anschwitzen, sagt man da in der Fachsprache, damit ein bisschen eine andere Aromatik reinkommt in das Gericht, dass die Soße einfach von der gesamten Haptik angenehm wird. Nebenbei teste ich jetzt mal hier so mit einem Löffelchen die Rüben. Die kommen schon ganz gut, denen gibt man noch eine Minute Zeit, aber das sieht man schon, wie sie so vor sich hin wabbern. Währenddessen kann man hier schon... Wir hören es auch gut. Es fängt an zu. Wird es gehen, trotz Zwiebel. Es wird alles wunderbar. So, wir haben jetzt im Rezept natürlich auch verzichtet, weiß ich eigentlich gar nicht warum, auf Alkohol. Wir haben keinen Alkohol. Nichtsdestotrotz wäre es möglich, Alkohol da rein zu tun zum Ablöschen. Da kommen wir aber später dazu. Wir haben jetzt erstmal die eine Hälfte der Gemüsereste. Also es riecht wirklich ganz toll. Wunderbar. Wir fangen jetzt eigentlich auch nur an mit ein bisschen Salz zum Würzen. Das mache ich auch hauptsächlich deswegen, das unterstützt es noch ein bisschen, dass die Struktur gleich ein bisschen aufgeht, damit es noch ein bisschen besser ausbrät sich. Ne? Machen das aber, wie gesagt, nicht zu viel. Und haben jetzt eben zwei Dinge eigentlich gleichzeitig zu tun. Wir müssen A, die Rüben raus und wir müssen A, den Teig machen. Das werde ich dich bitten. Möchtest du die Rüben rausnehmen? Das würde ich machen. Ein kleines Werkzeug. Und du hast ja auch, wir müssen die dann, weil blanchieren, mit kaltem Wasser abschrecken. Genau. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. Hier haben wir kaltes Wasser schon stehen. Können Sie zu Hause auch das Ganze über einen Sieb abgießen, je nachdem, wie man mag. Wir machen es noch ganz anders. Wir verwenden das Kochwasser dann gleichzeitig noch zum Aufgießen für die Gemüsereste. Weil warum sollte man das gute Kochwasser wegschütten und dann frisches Wasser hernehmen? Weil Alkohol haben wir ja keinen. um dann eben auch wirklich eine Soße zu zaubern. Ja, schaut schon sehr gut aus. Die Zwiebel bekommen Farbe. Das Gemüse kommt mit dazu. Inzwischen ist das Kochwasser leer. Dann darf ich mal den Herd suchen, wie wir den ausschalten. Wunderbar. So. Und ich lege dann die... Genau. Wenn die schön kalt geworden sind, ja, passt schon. Man sieht schon, also vielleicht kann man es jetzt wenn ich es nahe in die Kamera zeige, jetzt ist es von der... dass Sie ein Gefühl kriegen, wie weich hat er die jetzt gekocht. Sie können es ja nicht sehen. So eine kleine Nagelprobe, also Sie sehen, man kann leicht eindrücken und sie ist ein bisschen biegsam, aber sie hängt noch nicht vorne runter, also sie ist nicht lapperig. Ja, so können Sie am besten sehen, wunderbar, so habe ich es gekocht, so reicht es auch vollkommen aus. Hier haben wir jetzt auch die gewünschte Farbe, die wir erreicht haben. Und dann normalerweise mit dem Schöpflöffel, aber ich traue mir das zu, das so zu packen. Jetzt wird es ein bisschen, muss man mit der Kamera achten, nicht, dass wir hier Rauchwolken erzeugen. Jetzt löschen wir das Ganze ab, sodass es gerade so gut bedeckt ist und schon ist es erstmal wunderbar. Und jetzt nehmen wir es mal auf die Seite, weil das wird jetzt dann später unsere Soße. Dazu muss man dann nochmal einen anderen Arbeitsschritt erklären. Gut, jetzt genau. Silke, du wolltest schon die ganze Zeit deinen Teig machen, den machen wir jetzt. Den machen wir jetzt, genau. Sehr schön.
Ich bringe derweil schon die hier zur Arbeitsfläche, jawohl, oder? Wunderbar. Gut, wir machen einen ganz einfachen Backteig. Auch hier wieder sehr zum Beispiel bedauern. Ohne Alkohol. Also man kennt es in Bayern klassisch als Bierteig. Mhm. Ja, also man könnte ein Bier nehmen. Macht es eigentlich auch schöner, weil der Teig noch ein bisschen fluffiger wird. Kohlensäure dann, oder? Genau. Ich bin von der ursprünglichen Variante natürlich ausgegangen, auch dass man das vegan machen. Beim Wein muss man auch immer aufpassen, weil natürlich Wein nicht unbedingt vegan ist, je nachdem welcher ist. Deswegen machen wir das ganz klassisch mit Wasser. Nichtsdestotrotz machen wir nur vegetarisch, das heißt, wir verwenden Eier. Für diese Menge, die wir jetzt hier zur Schau stellen, reicht uns in dem Fall ein Ei. Das geben wir einfach schön sauber in die Schüssel rein, einen kleinen Schneebesen dazu. Und am Anfang von der Menge Mehl nicht die ganze Flüssigkeit immer reingießen, ja? Weil sonst, wenn Sie Klümpchen drin haben in so einem Teig, dann sind Klümpchen drin, da kann man nichts machen. Wenn der Teig allerdings erstmal von Anfang an noch ein bisschen fester ist, dann reiben sich die Klümpchen automatisch auf. Wir geben eine ganz kleine Spitze Backpulver dazu. Backpulver müsste mehr sein, wenn Sie kein Ei dabei haben, ja? Also das muss man für sich selber entscheiden, hat aber keinen großen Einfluss auf das Ganze. Ist ja wahrscheinlich so, dass dann es ein bisschen fluffiger wird. Also richtig, genau. So wie Kohlensäure vom Bier. Das muss man abwägen, wie man es macht. Man kann es mit Milch jetzt auch aufgießen. Also das ist jetzt wirklich Freestyle, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber genau das ist es ja. Was machen Sie denn zu Hause anders? Grundbasis eigentlich ähnlich wie ein Pfannkuchenteig. Und wie man jetzt schon schön sehen kann, haben wir jetzt praktisch schon noch eine Glasschüssel dazu. Da kann man schön reingucken. Haben wir einen schönen homogenen Teig ohne Klümpchen. Das Einzige, was jetzt noch ist, ist er zu fest. Ganz klar, damit kann man noch nichts panieren in dem Falle. Das heißt, wir müssen erstmal noch unsere Flüssigkeit, unser Bier dazugeben. Es stand nicht auf der Zutatenliste. Ja, nein, ich wollte es auf keinen Fall machen, aber die geneigten Zuschauer im Netz, die haben sich schon die erste Flasche jetzt aufgemacht. Oder nehmen hier vom wahrscheinlich, das für den nächsten Kochkurs müssen wir das auf jeden Fall mit andenken. Genau, nehmen das Weinglas und fertig, ja? Genau. Gut. Und dann haben wir eigentlich schon unseren Ausbackteig. Ausbackteig ist dann schon passiert. Ja, wir kommen ja richtig vorwärts. Ja. So, bevor wir aber dann noch weitermachen, haben wir ja immer noch eine Restegeschichte. Die müssen wir jetzt vielleicht noch erklären. Das ist etwas, was wir dann, das haben wir mal vorbereitet. Ja. Das geht aber nicht wir anders. Wir wollten diesen Satz verhindern, aber in dem Fall, der Satz, müssen wir jetzt so auch wir euch sparen sagen. An allen Ecken und Enden und haben ja jetzt einen Ofen, der ist schon heiß, weil wir da unsere Rösti backen und unsere Schnitzel dann später noch reingeben werden und warm halten. Wenn wir fertig sind, ist der Ofen immer noch warm, den schalten wir aus und dann geben wir einfach auf dem Backblech unsere Gemüsereste. Ja? Da ja das Gemüse im Mittelpunkt sein soll und Sie die ganze Woche ganz brav Ihr Gemüse verarbeiten und kochen sollen, heben Sie alle Ihre Gemüseschalen, Karottenschalen kommen jetzt dann dazu, wenn Sie ein bisschen Lauchabschnitte haben und so weiter, vielleicht übernimmt. Die Rübe hätten wir vielleicht auch noch. Ja, oder aber nee, die Rübenschale ist zu grob. Also es geht wirklich nicht alles, aber so die gängigen Geschichten wie Lauch, Karotte, Kohlrabi, eben Pastinake, Sellerie, all diese Dinge können Sie nehmen. Und das kommt aufs Backblech und brauchen Sie dann anschließend noch eine Metalldose oder eine Tupperbox oder irgend sonst was. Und es wird getrocknet. Ja? Sie lassen das einfach trocknen. Manche sagen, man tut es vorher in Zerkleinerer und man lässt die kleinen Stücke. Manche sagen, nee, ich mache die großen Stücke und tue es dann in Zerkleinerer. Wie machst du es? Ich mache es auch lieber vorher klein und tue es dann trocknen. Weil in der Versicherungskammer benutzt ihr ja diese Art der Brühe. Ich sage selber mal, es ist eine eimerfreie Küche. Das heißt, wir haben keine Eimer, wo wir irgendwas reingreifen und dann rausschütten, sondern man muss alles selber machen. Und das gehört dann damit dazu. Sauber verwendet. Das ist das, was wir jetzt da vorbereitet haben natürlich. Wenn das Ganze fertig ist, sieht es so aus, also es ist klein gehacktes, getrocknetes Restgemüse. Darfst mal riechen, also das ist natürlich ganz crunchy und riecht sehr intensiv, ist sehr, sehr stark, ist einfach die Konzentration. Ich sage immer, wenn Sie das zu Hause im Backofen machen, das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, zwischen 60 und 80 Grad
Im Heimbackofen ist immer schwierig, ein bisschen mit der Temperatursteuerung. Mhm. Über Nacht, ja, Kochlöffel in der Tür, dass es offen bleibt. Aber Sie müssen sich auch sicher sein, dass Ihr Backofen nicht das älteste Modell ist. Nicht, dass dann irgendwann die Küche anfängt abzubrennen. Nicht, dann vielleicht oder nicht gar, über Nacht. Wir gehen ins Kino und das Gemüse getrocknet und der Herr Bittel hat ja gesagt, wir sollen das machen. Ne? Ja, die Feuerwehr freut sich. Also da möchte ich vielleicht noch drauf Abstand, aufmerksam machen. Abstand nehmen. Aber nichtsdestotrotz, Sie brauchen Ihre Gemüsereste gehackt und getrocknet. Mhm. Wenn das passiert ist, das ist ja auch, was wir nicht an dem Tag machen, was genau. wir heute, wo Sie kochen, wo Sie sich in Stress bringen. Das ist im Prinzip unser On-Top. Genau. Das werden wir dann später auch bei YouTube unten drunter stellen, dieses Rezept, damit dann nochmal ganz genau für das, was wir jetzt davor haben, genau. dass das im Prinzip dann, das kriegt ihr noch als Rezept als geliefert. Als obendrauf, genau. Obendrauf. Was haben wir da gemacht? Wir haben eine Pfanne genommen, wir haben da Zucker rein, und haben klassischen Karamell. Im Rezept steht die Menge Salz, die Sie dann benötigen. Pfefferkörner, Piment, Lorbeer, Wacholderbeere, Nelke. Alles, was man so mag. Die gängigen, was man eigentlich zum Beispiel in einer Brühe auch hat. Eine Prise Zimt, wenn ja, man kann, mag. Kann man oder mit einer Zimtschale, wie auch immer. Das kann man dann abwandeln. Wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, kann man sich für seinen Haushalt das abwandeln. Manche sagen, ich möchte auf keinen Fall Nelken haben oder Wacholderbeeren, die nehme ich nur im Gin und nirgends anders. Ja, aber nicht im Essen. Mhm. Nichtsdestotrotz lässt man dann den Karamellzucker fest werden mit den Und das sieht man ja auch genau, ganz genau. Genau, man sieht es ganz leicht hier, diese gebrochenen Lorbeerblätter, Pfefferkörner, all diese Sachen. Mhm. Den Salzgehalt muss man dann auch mal rausfinden, wie man es macht. Mhm. Und diese beiden Sachen kommen dann Thermomix, Multimixer, Mulinette, wie auch das Zeug heißt. Und wird pulverisiert. Mhm. Ja? Und dann kommt dann letztendlich das dabei raus. Das die klassische Gemüsebrühe als Pulver. Das ist echt Wahnsinn. In ein Förmchen abgefüllt, Deckel drauf und gut ist. Ich habe vorhin schon mal probiert, das ist wirklich sehr, sehr köstlich, muss man sagen. Ist dann streufähig, ja klar, ist ja auch fest und hat die entsprechende Geschichte. Und es ist die Resteverwertung par excellence, also wirklich toll. Und was Sie dann eben brauchen, wir haben jetzt ja gesehen, wir haben schon das Kochwasser verwendet für unseren Rüben. Es war leicht gesalztes Wasser. Wir haben hier die Abschnitte und jetzt, wenn Sie sich eben schon gefragt haben, naja, wie soll denn die Soße jetzt schmecken? Die Soße ist das Wichtigste, die muss gut schmecken. Was hat er rein? Salz und Pfeffer, das ist manchmal ein bisschen zu wenig. Und deswegen hier noch die Gemüsebrühe erstmal zum Anwürzen. Geben wir noch ein bisschen was dazu. Später lassen wir das Ganze noch mal einmal aufkochen und weich kochen und dann muss man schauen, wie wir es final abschmecken. Wir hätten hier noch, wenn wir wieder auf unser Kistal gehen, jetzt geht es langsam los mit Chili-Zeit. Mhm. Also viele haben auch im Garten Chili. Man kann jetzt sagen, ich mache jetzt das noch ein bisschen schärfer, lassen wir heute mal weg. Ich will nur noch einfach mal zeigen, mit was man wo was reintun könnte. Mhm. Ja? Dass man einfach sagt, naja gut, die sind jetzt so, dann sagt die Familie, die Kartoffelpflanze waren jetzt aber ein bisschen fad. Oder wenn es später im Jahr ist und die Pastinaken haben zu viel Süße, dann passt natürlich gerade sowas wie Chili noch hervorragend, weil dann haben sie den Gegensatz. Ja. Und ist natürlich auch ganz toll für die Erkältungssaison, weil Chili ist ja auch sehr immunstimulierend. Richtig. Genauso auch wie Kurkuma zum Beispiel. Genau. Und wie viele andere Gewürze, die wir in der Zimt auch, die wir in der winterlichen Küche dann auch, oder jetzt sind wir in der herbstlichen Küche dann auch haben. Wunderbar. Wir sind soweit. Wir gehen jetzt wieder auf die große Platte, damit wir unser Gemüse währenddessen ein bisschen weich kochen und machen nebenbei unsere Pfanne schon mal wieder ein bisschen bereit. Brauchen wir da noch ein bisschen Öl? Wir brauchen Öl zum Backen. Das ist jetzt natürlich auch wieder so eine Geschichte. Die Leute fragen immer, wie viel Öl nehme ich? Mhm. Und das Öl ist verteufelt und es soll nicht so fett sein. Das ist natürlich das Hauptkunststück ist natürlich schon die Pfanne. Mhm. Ja, also die Pfanne muss gut sein, wenn sie klebt, dann nimmt man aus Verzweiflung fast immer ein bisschen mehr Öl, was nicht unbedingt hilft. Alternativ gibt es noch so ein Papier. Heutzutage bestellt sich ja jeder nur noch im Internet. Das ist jetzt kein gemeines Backpapier oder Pergamentpapier. Mhm. Das würde auch gar nicht funktionieren. Das Ganze nennt sich Saga-Papier. Mhm. Das heißt tatsächlich so wie diese Musikgruppe, die es mal gab oder noch gibt, denke ich mal. Saga, meine Zeit, aber sonst weiß ich nicht. Genau. Das kann man auch, das ist fett- und bratstabil, kann man auch in die Pfanne legen und man kann auch da drin braten. Das ist mal nur so als zum Rande angemerkt, wenn Sie zu Hause keine
vernünftige Pfanne haben oder sonst irgendwie Probleme also mit allen. Also im Prinzip, wenn ich eine Pfanne habe, wo ich weiß, okay, da klebt mir immer was an, nehme ich ein Saga-Papier. Wir versuchen es jetzt ohne, ich habe jetzt keine Erfahrung mit dieser Pfanne, aber wir wagen das jetzt einfach. Das ist ja das Schöne, wenn man in fremden Küchen kocht. Richtig, genau. Dann lernt man, dann ist es alles ganz abenteuerlich, kann man sagen. Gut ist auch jetzt, dass wir den Teig ein bisschen, das Mehl ein bisschen quellen haben lassen durch die Zeit, durch diese ganze Erzähle und Gemache. Das heißt, dann hat er die richtige Konsistenz und fühlt sich ganz gut an. Und nebenbei haben wir jetzt natürlich das Öl reinzutun. Und wir gucken, jetzt muss man ein paar Sachen gleichzeitig machen. Also wir haben uns gerettet mit der Ofenschieberei. Das heißt, unsere Rösti, die müsst jetzt aber allerdings die Temperatur runterstellen. Die halten wir jetzt nur noch auf Halten sozusagen. Die Suppe kocht so fein, säuberlich vor sich hin, die Soße. Passiert jetzt auch erstmal nichts. Und dann können wir hier in unsere Pfanne die wiederverwendete etwas von unserem Bratfett reingeben. Wie gesagt, da geben wir ein bisschen mehr rein, weil es ja ein Backteig ist. Ja? Also Backteig ist nun mal... Ist nun mal eine Backgeschichte. Ein Schmalz-Thema. Wenn Sie jetzt sagen, nee, ich mag das sowieso nicht und eventuell noch dann die Geschichte mit Gluten, ja? Also da haben wir jetzt Mehl. Alternativ, wenn Sie es trotzdem im Backteig machen wollen, würde Buchweizenmehl gehen. Ja, das wäre so eine Alternative. Oder Sie sagen, nein, dann mache ich es eben in Natur. Oder mit Reismehl kann man den Teig auch versuchen zu machen. Also da, es gibt wirklich... Inzwischen auch ganz gute... Alle möglichen Alternativen. Und auch glutenfreie Produkte richtig, als Mehl genau. Und so. Wobei, das kann ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Ja. Aber Buchweizen ist auf jeden Fall. Wir wollen natürlich Kastanienmehl? Unverändert. Ja, zum Beispiel. Geht auch. Ja, muss man dann halt mal ein bisschen ausprobieren und sich zutrauen. Aber jemand, der natürlich, sage ich mal, ein bisschen geplagt ist von so einer, von so einer Allergie, muss sich sowieso noch mal anders mit der ganzen Geschichte beschäftigen. Okay, wir warten jetzt ganz kurz ab, bis es heiß wird. Wir können ruhig schon mal alle reingeben. Dann tun wir einfach alle rein hier. 2, 3, 4. Genau. Ein Löffelchen. Sehr interessant, es riecht wirklich total nach Kohlrabi. Also merke ich richtig, jetzt auch nebendran. Also für die zu Hause, die keine Steckrübe bekommen haben, also Kohlrabi ist dann eben hat aber gleichzeitig nicht ganz so die Schärfe, ne? Also dieses... milder, wie eine Rübe genau, dann, ne? Richtig. Das ist damit der Vorteil und für manche ist ja Kohlrabi auch tatsächlich nicht so bekömmlich. Ja? Also die haben dann in der Verdauung wegen Probleme. Wegen der Kohlthematik. Genau, die Kohlthematik ist immer so eine Geschichte oder gar so selbst beim Essen. Haben die damit ein Problem, weil es im Mund schon komisch schmeckt durch Enzyme, die das auslösen. Das hat man natürlich bei der Steckrübe als solches nicht. Aus Steckrübe kann man auch noch ganz andere tolle Sachen machen. Sie ist wahnsinnig schnell, fertig. Man könnte zum Beispiel auch ganz toll, wie eben meine Oma, immer dieses Püree machen. Oder man kann zum Beispiel rohen Salat draus machen mit gerösteten Walnüssen. Also da gibt es wirklich auch ganz tolle Möglichkeiten. Diese Steckrübe ist wirklich etwas, was wir unbedingt mal probieren sollten. Tun wir jetzt auch. Genau. Ja. Sehr gut. Ja, unser Fett ist jetzt heiß. Genau, das merkt man doch, wenn es so leicht blasen. Genau, richtig ist. Simmert so ein bisschen vor sich hin. Legen das mal jetzt nicht mehr mit den Fingern, weil Sie sehen schon, das ist eigentlich die richtige Temperatur. Ein kurzes Zischen. Und schon passt's. Kurzes Zischen und Brutzeln. Ah, das sieht man so richtig, wie der Backteig aufgeht. Yep. Die Soße, das passt soweit, ne? Ja, das muss ja auch weich werden. Genau. Wir wollen es ja pürieren und wir wollen ja auch keine Suppe machen, sondern eine Soße machen. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen eine Reduktion zustande kriegen. Da müssen wir jetzt auch schauen, dass uns das nicht zu heiß wird. Da können wir mal ganz kurz weggehen. Ja, währenddessen so brät, hast du noch irgendwelche... Genau, also vielleicht können wir nochmal zu unserem Warenkorb zurückgehen. Was ich auf jeden Fall total spannend finde, ist die Topinambur. Die ist, wenn man jetzt zum aufbricht oder abschneidet, vielleicht eher abschneidet,
Vorsicht Messer, ja? Ja, ja. Es war der Schäler. Sieht im Anschnitt so aus und ist auch so von der Konsistenz her vergleichbar wie ein Radieschen oder ein Rettich. Geschmacklich ist aber total beeindruckend, weil es nussig schmeckt und wenn man kann das mit Schale essen, man kann es roh essen, man kann es zu einem Salat auch reiben. Und was ganz toll ist, genauso wie auch die Pastinake, enthält die Topinambur eben Inulin. Das ist ein Ballaststoff, der vor allen Dingen, der macht satt und ist für Diabetiker ganz interessant, weil die Topinambur einfach besonders viel an diesem Inulin enthält. Und dann habe ich noch mit, oder haben wir noch diese, auch eine vergessene Gemüsesorte. Ich habe ja auch geschrieben, dass es, oder wir wollen ja auch im Prinzip ein paar vergessene Schätzchen, also nicht nur die bayerische Rübe, sondern eben zum Beispiel auch die gelbe Beete. Die ist nicht so bekannt wie, wie die rote Beete. Ist geschmacklich ein bisschen milder, nicht, also die rote Beete, gibt ja viele, die sagen, ja, das ist mir vielleicht ein bisschen zu erdig, der Geschmack. Dann sollte man mit gelber Beete einsteigen, so als Einsteiger-Beetenprodukt. Genau, die schmeckt nämlich, die schmeckt milder und etwas fruchtiger und wenn man beide zusammen kocht, dann sollte man es getrennt voneinander kochen, weil die rote Beete einfach sehr intensiv färbt. Und ja, da kann man ganz tolle Sachen auch mitmachen, Salate, man kann es andünsten, also das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte. Diverse Hosen versauen und diverse weiße Blusen. Genau, diverse weiße Blusen, man aufpassen, genau. Genau, Kohlrabi haben wir schon erwähnt, mit dem kann man natürlich auch ganz viele tolle Sachen machen. Genau, ansonsten habe ich hier die Topinambur-Blüte, also das ist nicht nur eine sehr dekorative Pflanze, die 3 Meter hoch wird und so blüht. Und wenn man aber auch die Struktur anschaut nochmal, sieht er ein bisschen aus wie Ingwer, so eine Ingwerwurzel. Man sieht auch, dass es ein Rhizom ist, also an der Wurzel auch hängt. Und vom Ertrag her ist es also nicht verwunderlich, dass die Kartoffel einfach überall zu finden ist und die Topinambur etwas teurer auch, wenn man sie jetzt besorgt und auch schwerer zu finden. Im Moment ist es auch schwierig, weil es schon Frostphasen gab. Genau, also aber unbedingt mal probieren. Gibt es im Bio-Supermarkt und jetzt fängt eben die Saison an. Geerntet wird jetzt ab jetzt und genau, also auch sehr spannend. Die Pastinake, habe ich auch erzählt, hat eben auch noch das Thema Inulin, eben auch nochmal für einen großen Ballaststoffanteil, der ja auch für den Darm gesund ist und bekömmlicher das Essen macht. Genau. Ja, und wenn das habe ich gebraten fleißig, ja, ne? Super, also es sieht ganz toll aus, ja. Und es riecht auch echt total lecker. Ja, das ist leider immer noch das, was wir nicht drüber bringen können. Ja, das macht Fernsehen nicht möglich. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt auch die Farbe, die wir wünschen. Das ist ja auch so eine Geschichte, das kann man individuell steuern. Aber man sieht schon, so das passt eigentlich. Da muss man immer viel rummachen. Ein bisschen dunkler vielleicht, aber manche mögen es eher so. Ist auf jeden Fall ganz, ganz kross die Geschichte. Generell, wenn wir jetzt beim Thema Wurzelgemüse eigentlich sind, jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch noch andere Wurzelgemüse, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel Haferwurzel oder Schwarzwurzel, auch ein Klassiker jetzt in der Herbst- und Winterküche, ja. Ist total nährstoffreich und ist eigentlich auch ein total unterschätztes Gemüse, sehr gesund. Und Haferwurzel hat jetzt auch so die letzten Jahre so ein bisschen ein Comeback. Kann man auch Suppen draus machen, ähnlich wie mit Schwarzwurzel. Und ist halt im Prinzip so der Spargel des Winters, kann man sagen. Sieht auch so aus. Genau. Stellt sich nur noch die Frage, muss man das alles auswendig lernen? Ich sage immer nein, weil selbst Fachleute wie jetzt ich oder so tun sich dann schwer über die gängigen Geschichten hinaus noch dazu, weil sie eben normalen Prozess, also Supermarkt, nicht wirklich die Regel sind. Ja? Aber machen Sie sich keine Angst, Sie müssen jetzt kein Biologiestudium oder Pflanzenstudium oder sonst irgendwas machen. Es gibt natürlich Saisonkalender, die kann man sich anschauen. Genau. Und nicht nur an den Kühlschrank kleben und so nach dem Motto, der ist wenigstens schön bunt in der Küche. Ja. Genau, das Thema Saison ist gerade noch ein tolles Stichwort. Das wäre ganz wichtig.
Also man muss nicht unbedingt wissen, was denn Saison hat, wenn es denn schon ganz schlimm kommt. Aber man sollte zumindest wissen, dass es Saison gibt. Ja. Ja? Also nicht nur jahreszeitlich im Sinne von, wann gehe ich zum Skifahren, wann gehe ich irgendwann mal wieder auf die Wiesen und wann ist mein Sommerurlaub und sonstige Geschichten, sondern auch, was natürlich Obst und Gemüse anbelangt, sei es aus heimischen, wir wollen ja auch Regionalität ein bisschen hervorheben, als auch natürlich aus, aus weiter weg Gebieten kann man ja durchaus auch mal das ein oder andere Gemüse retten. Genau, also das Thema Saison, wie du schon gesagt hast, ist eben ein ganz wichtiges. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel über einen Wochenmarkt geht und dann einem auffällt, oh, es gibt jetzt ganz viele, was weiß ich, zum Beispiel gelbe Beeten oder es gibt viel Kürbis, dann lohnt es sich natürlich, dann ist es eben das Thema Saison, bedeutet, die sind jetzt am nährstoffreichsten, sie sind jetzt auch dadurch, dass es ganz viel Angebot gibt, auch günstiger. Und das ist im Prinzip auch etwas, was wir von der Biostadt sagen, Bio aus der Region und saisonal kochen, weil es einfach für die Umwelt das Beste ist. Gut, dann darf ich dich jetzt trotzdem wieder einspannen. Ja, bitte. Das bitte wieder in Herd zum Nachziehen und zwei kleine Tellerchen mitbringen, dass wir mal unsere Soße dann mal antesten können, wie die denn so geworden ist. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gesehen hat. Ich habe da schon ein bisschen drin rumgestochert. Magst du das anrichten? Das reicht mir wunderbar. Mhm. Bedanke mich. Man sieht schon, es ist jetzt ein bisschen reduziert. Das heißt, die Flüssigkeit ist ein bisschen verschwunden. Wenn man das Gemüse so sieht, wie man es jetzt sieht in dieser Menge und noch so leicht in der Flüssigkeit, aber nicht mehr komplett bedeckt, dann würde ich sagen, das passt. Manche wollen die Soße ein bisschen dicker, manche wollen sie ein bisschen dünner. Wir wollen auf jeden Fall kein Bindemittel oder sonst was mehr reingeben. Wir lassen es natürlich so, wie es ist und steuern es also nur über eine Art Reduktion. Ab wann kann ich es pürieren? Wann ist es fertig? Ganz klar, wenn man es mit dem Löffel so die Sachen, wenn man das nochmal mit der Kamera vielleicht ganz kurz gucken kann, wenn ich mit dem Löffel so relativ leicht durchkomme und sehe, da ist noch ein bisschen Widerstand, dann lassen wir es noch mal ein bisschen kochen. Und wenn es ganz leicht geht, dann wäre es fertig zum Pürieren. Hier sehen wir, jetzt brauchen wir noch ein, zwei Minütchen, um das Ganze dann pürieren zu können. Wir können vorher schon mal eine ganz kleine Menge rausgießen in der Brühe. Auch wirklich so ein kleiner Tipp. Wir probieren nicht mit dem Löffel. Löffel hat, man nimmt was raus, dann ist es heiß, dann muss man ewig pusten, bis es dann endlich so wird und dann nimmt man einen Schluck. Wir wollen ja nicht essen, wir wollen probieren. Und deswegen geben wir es eigentlich immer, idealerweise sogar auf was Weißes, einfach auf einen, auf einen Teller, ein Schälchen und so weiter und so fort. Da wird es automatisch natürlich schneller kühl, ist ganz klar. Also wir können es dann auch probieren, weil das Nächste ist, wenn man probiert hat und sich die Zunge verbrannt hat, dann schmeckt man eh nichts mehr. Also dann hat das Abschmecken gar keinen Sinn. Und man kann auch gleichzeitig ein bisschen so die Konsistenz schon so testen. Mhm. Ja, wie sieht es aus? Muss ich noch was anderes machen und so weiter und so fort? Und erst wenn das passiert ist, dann nehme ich es mit dem Löffel oder ich schlürfe eins von beiden, um mal zu testen. Aber ja, schmeckt schon super. Also kann man lassen, machen wir auch nicht mehr viel. Wir werden nachher noch ein bisschen Pfeffer reingeben, das merke ich jetzt nach. Aber ansonsten kommt wirklich die leichte Süße und das Milde von der Rübe kommt raus. Während das jetzt noch köchelt, du bist der Biomentor. Ja. Was bedeutet eigentlich das Biomentor sein? Ganz genau. Ja, im Grunde genommen hat es natürlich mit Bio zu tun, wie der Name schon sagt. Und es ist ein bundesweites Netzwerk. Es gibt es auch schon seit 20 Jahren. Und mit dem Ziel, es war das Ziel immer in der Außerhausverpflegung, also alles, was Kantinen, Betriebsrestaurants, Schulen, Kindergärten, überall, wo Außerhausverpflegung gemacht wird, soll der Anteil an Bio-Lebensmitteln und an ökologisch erzeugten Lebensmitteln erhöht werden. Das ist nicht so ganz so einfach. Man muss zum Beispiel zertifiziert sein, weil man möchte auch keine Verbrauchertäuschung betreiben. Die Zertifizierung ist auch ein gewisser Aufwand, das muss gemacht werden. Und natürlich die erhöhten Warenkosten müssen aufgefangen werden durch verschiedene küchentechnische Prozesse, Abläufe, Einkaufsgeschichten und so weiter und so fort. Und natürlich auch ein bisschen wieder auch Fachkollegen von mir wieder näher bringen an Saison, an vergessene Gemüsesorten und. Also es ist ein ganz großes Spektrum. Und Biomentoren arbeiten in Betrieben, die das schon tun, die sozusagen Leuchtturmprojekte sind auf diesem Gebiet. Und andere Firmen, andere Kollegen können zu mir kommen,
können mich nachfragen, die Stadt fragt mich an und ich gebe dann meine Tipps und meine Erfahrungen weiter. Wir sind Praktiker für Praktiker sozusagen und man kann bei mir hospitieren und all diese Geschichten im Unternehmen und versuchen eben den Anteil an ökologisch erzeugten Lebensmitteln und Klimaschutz natürlich dann voranzutreiben. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Bio-Mentoren-Netzwerks. Ich meine, es ist ja gerade wegen Corona rausgekommen, dass die Nachfrage nach Bioprodukten total gestiegen ist, weil die Leute einfach auch der Erzeugung wieder vertrauen wollen. Die wollen eine Transparenz auch haben. Das Bewusstsein ist gestiegen. Sie hatten auch wieder Zeit zu kochen, muss man dazu sagen, wenn man sonst nirgends hin kann. Aber wie man jetzt ja auch sieht, ich habe jetzt gar nicht so sehr auf die Uhr geachtet, aber ich denke, wir sind ganz gut im Zeitplan. Wir haben jetzt das mit praktisch keiner Vorbereitung, haben wir das jetzt gekocht. Außer Wasser gekocht. Die Chance hatten die anderen. Ich schaue mal ganz kurz, also wir sind super in der Zeit. Das heißt, wir machen jetzt noch die Soße fertig und begeben uns dann langsam ans Anrichten. Vielleicht mal die Stimme ins Off. Gab es irgendwelche Fragen aus dem Chat? Ich kann momentan nichts lesen. Das heißt, alle sind glücklich, alle haben mitgekocht oder auch nicht. Oder kochen auf jeden Fall dann nach. Und somit widmen wir uns jetzt unserem Mixer, weil das macht jetzt einen riesen Krach. Ne? Das macht jetzt Krach. Genau. Dann habe ich dir dahin. Genau, dann brauchen wir erstmal Strom. Das haben wir tatsächlich vergessen zu testen, ob wir jetzt überhaupt Strom haben. Doch, hier, ne? Ich habe es vorhin getestet. Sehr gut. Also na, das ist die kluge Frau baut vor. Die Zwiebeln habe ich zwar das habe ich zwar nicht gut gelöst, sagen wir mal, aber Strom haben wir geguckt. Ja, tatsächlich. Ja. Also wir haben Strom. Wir können also pürieren, aber ich fülle es mir um. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp. Man sieht es oft, dass man es im Topf macht, aber wir haben doch Angst, dass wir eine Riesensauerei machen. Wir sind jetzt schon befreit von roter Beete, das haben wir geschafft. Jetzt wollen wir dann in der Soße auch noch mit der weißen Weste davonkommen. Deswegen füllen wir uns das in ein höheres Gefäß. Also im Prinzip ein Püriergefäß, wo man so klassischerweise ein Messbecher, ein Mixbecher oder sonst was, wo man das nehmen kann. Einfach, das hat jetzt keine... Ja, das ist einfach ein Grund, dass wir keine Sauerei haben, ne? weil man, da passiert es ja dann doch schon oft, dass es bis zur Küchendecke letztendlich hochgeht. Deswegen machen wir das auch am Anfang ein bisschen ganz vorsichtig. Jawohl. Man sieht schon, natürlich, wenn das Gemüse schön gekocht ist, wird es entsprechend... Ein bisschen Sauerei kriegen wir immer. Aber ist alles gut gegangen. Ist gut gemacht. Ja, wunderbar. Man kann es machen so fein, wie man es haben will. Es gibt ja dieses eine Gerät, wie nennt es diese Hexe? Flottelotte. Manche würden es da durchstreichen wollen oder durch ein Sieb durchstreichen. Ich sage, das ist Schmarrn, weil da bleibt wieder was hängen, was eigentlich gut ist. Also wir machen das nicht. Ich versuche es jetzt relativ fein zu pürieren. Man könnte ja jetzt auch noch ein bisschen Wein und so aufgießen. Ja, ja. Salz in die Wunde, ne? Nicht Salz in die Wunde. Ja, leider hier nicht auf der Zutatenliste stand. Aber ist doch so, man kann es ja mit, man könnte, natürlich, da könntest du jetzt ja auch noch Gewürze reintun, wie, sag ich jetzt mal, Pfefferkörner, Wacholder oder... Ja, also Wacholder in dieser Form nicht mehr, also da würde ich jetzt nur noch nachwürzen. Was natürlich noch eine Möglichkeit wäre, hier reinzutun, ich fülle es jetzt nebenbei mal nochmal in den Topf natürlich zurück. Wir haben es jetzt hier eher noch ein bisschen musig. Das ist natürlich auch für die Kamera ein bisschen kochen. So, ist jetzt noch ein bisschen breiig musig, das klären wir jetzt gleich noch. Sahne. Ja, Schmand, Sauerrahm, vegane Alternativen, wie auch immer, das ist exotisch, also so wie das jetzt schmeckt, leider können die Zuschauer das nicht sehen, würde sogar Kokosmilch ganz gut da reinpassen. Ne? Also man kann da wirklich experimentieren, sich ein bisschen freien Lauf lassen.
Ja, Ingwer habe ich bewusst verzichtet, aus ja. bekannten Gründen. Wir haben jetzt hier noch das bisschen Musige, wir haben aber immer noch unser Kochwasser der Rübe, das ist immer noch da. Also wir müssen nicht zum Wasserhahn greifen oder irgendwie sonst was. Wir machen das jetzt, du darfst sagen, wie viel, wir machen das jetzt so, wie wir es gerne hätten, haben wollen, tun, täten. Dass es soßenmäßig wird. Aber ja, schauen wir mal. Ist natürlich wunderbar. Wir haben ja da die Kartoffeln auch mit drin. Mhm. Die bindet die dicken, natürlich ja, die wunderbar. Bindet. Ja, also die hat auch jetzt so einen schönen Glanz. Ja, würde ich mal sagen. Die kann man dann so schön über den Teller ziehen. Mhm. Hat eher so eine cremige Konsistenz. Muss ja in der Soße schwimmen. Wenn man zum Beispiel ableitet, ein Blini, ein Rösti und so weiter und so fort, isst man ja auch mit Sauerrahm und Kaviar dann zum Beispiel. Ja. Da ist es ja auch nicht soßig, sondern cremig. Von daher würde ich jetzt mal sagen, auch die Kamera hat es eingefangen. Man sieht, ich habe noch ganz kleines bisschen Struktur. Also ich habe es nicht zu Tode püriert. Das macht aber gar nichts. Das passt einfach von der Haptik. Und ist ja auch für unser Menü oder beziehungsweise das Gericht, was wir machen. Wir haben ja einen festen Bestandteil. Wir haben die Rösti mit den kleinen Strukturen. Richtig. Dann passt ja so ein Mousse auch besonders gut dazu. Das ist auch ganz wichtig, was bei der Gemüseküche grundsätzlich vergessen wird, weil es ganz klar ist, wenn ich eine Sättigungsbeilage habe, wie Reis, wie Nudeln und so weiter und so fort, die tue ich ja Soße drüber und dann habe ich meinen Braten und mein Schnitzel, wo ich mit Messer und Gabel zugange sein kann und auch kauen richtig intensiv muss, das macht auch Fleisch natürlich dann so beliebt. Ja? Und dann habe ich noch dieses Anrösten vom Braten beim Schnitzel oder wie auch immer. Und das muss ich natürlich bei einem Gemüsegericht kompensieren. Ich muss dem Esser auch dieses Gefühl geben, dass er genau das hat. Ja? Auch wenn erst wenn sich dann da das Geschmacksbild über einen längeren Zeitraum ausgeprägt hat, dann kann man natürlich dann da sagen, okay, jetzt muss ich da gar nicht mehr so extremen Aufwand in diese Richtung treiben, aber das ist ganz wichtig, dass es eben so stattfindet. Was sind denn, also bei deinem Hauptgeschäft, bist ja du, machst ja du auch zwei Veggie-Tage die Woche? Nein, wir konzentrieren uns auf vegetarische Gerichte, einen reinen vegetarischen Tag haben wir nicht mehr. Ah, okay. Ja. Aber was ist denn so bei dir, wenn du jetzt sagst, was ist denn da so der Renner? Der Renner ist erstaunlich, hat ein bisschen lange gedauert. Das sind Hülsenfrüchte tatsächlich. Wir haben unterschiedlichste Arten von Linsengerichten, von Bohnengerichten. Die gehen wirklich sehr gut. Eintöpfe sind wieder im Kommen. Wir haben einen so, wir nennen den karibischen Eintopf, der auch in die Kürbis-Süßkartoffelrichtung geht. Ist tatsächlich so, dass das beliebt ist und wir machen wieder mehr mit heimischen Getreiden. Also wir gehen zum Beispiel weg vom Reis und nehmen Urgetreide, Emmer, Urkorn und so weiter und so fort und machen da Risottos draus. Ja. Ah ja, toll. Also man merkt es schon, es wird mehr nachgefragt und Essen ist ja auch immer eine Abstimmung mit den Füßen. Man kann ja letztendlich kochen, was man will. Das ist eine freie Entscheidung der Menschen, der Tischgäste zu Hause. Mag ich es oder mag ich es nicht? Man kann sich Mühe geben. Man sollte sich Mühe geben, so wie wir uns jetzt hier auch. Aber dann letztendlich entscheidet schon tatsächlich derjenige, der isst, kommen wir damit weiter. Mhm. Ja? Und am Anfang muss man natürlich dann aber auch schon ein bisschen Druck ausüben und sagen, so, jetzt probierst du aber mal. Ähnlich wie bei Kindern. Ja, da sind wir wieder. Da schließt sich der Kreis. Ja. Weißt du, was ich total super fand, jetzt während wir gekocht haben? Dieses Entspannte, weil das die beiden Hauptbestandteile im Ofen sind. Genau. Das entspannt einfach. Ich gerade reden. Und jetzt hole ich die, oder? Genau, du kannst sie jetzt holen. Wir fangen an zum Anrichten. Wir haben natürlich jetzt das so gesteuert, wie sie es eigentlich auch zu Hause machen hätten können. Klar, Küchenarbeit ist immer Arbeit, ist aber auch eine Kulturhandlung. Deswegen sollte man auch da ein bisschen davon wegkommen. Ja, jetzt muss ich schon wieder in die Küche und muss kochen. Sondern es ist schon ein Dürfen. Also muss einem schon auch die Freude. Manche finden nie dann den Zugang. Aber nichtsdestotrotz geht es hier um Ernährung, um Lebensmittel. Und bestimmte Dinge, mach's mit der Palette. Die habe ich hier. Bestimmte Dinge, die man eben, eine Fremdsprache kann man lernen, kann man auch wieder vergessen. Einen Beruf übt man irgendwann mal aus und wechselt ihn. Aber das Lebensmittel ist von Geburt, bis man letztendlich den letzten Weg geht, begleitet einen immer. Und das ist die ganz wichtigste Botschaft. Deswegen sollte man da wirklich mehr drauf achten und sich versuchen, wirklich langfristig gesund zu ernähren. Und Gemüse als Schwerpunkt. Meine, das heißt ja nicht umsonst, du bist, was du isst. Genau. Du hast schon inzwischen angefangen anzurichten, dann muss ich natürlich jetzt mit meiner Soße nachkommen. Du bist auch jemand, der erst dieses
Fleisch sozusagen drauf liegt und die Soße drüber. Ja, also okay. ich hätte jetzt den Rand freigelassen, okay. Dass du es... Ja, ich hätte es natürlich nach unten getan, weil wir ja keine so flüssige Soße haben und dann... Ach so, haben wir die das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, ja. Wie wir die Reihenfolge machen. Ja, okay. Nichtsdestotrotz brauchen wir hier anders... Also, wir können es nochmal, ich kann dies... Nein, wir, doch, doch, das doch, ist doch. Ja, hier, wir machen hier mir Freestyle. Mir ist schon wichtig, dass du zu deinem... Wir machen hier Freestyle. Und jetzt, schau mal. Machen wir hier genug. Okay, und da tun wir es unten drunter. Dann ziehen wir das so lang. Wunderbar. Soße zum Nachgeben und natürlich ein Volltreffer wieder auf den Tellerrand. Ich meine, jeder muss mal einen Patzer hier heute Abend machen. Genau, richtig. Ich habe den Zwiebelpatzer, du den Tellerpatzer. Ja, den machen wir noch schön sauber. So, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gemeint, wir machen keine Streberteller. Nee, nein, wir wollen ein klassisches, gescheit essen. Gesundes Essen. Und, Entschuldige, ich gehe mal kurz zum Besteck. Du greifst schon nach dem Besteck. Und können wir sagen, wir haben jetzt hier unser Kartoffel-Pastinaken-Rösti mit einem Steckrübenschnitzel im Backteig an Soße. An Soße? Genau. Und haben sind restlos glücklich. Restlos glücklich und restlos fertig. Restlos fertig, genau. Ja. Ich denke, wenn wir jetzt noch dann reingehen in die, nochmal in die Regie, ob es noch Fragen gibt vom Chat her, sind wir eigentlich äußerst gut in der Zeit, aber die meisten Leute, die waren ja aufs Essen. Hatten ja wirklich genau. Hunger. Und die hatten Wein. Und haben jetzt was sie essen können und wollen vielleicht auch gar nicht mehr von uns, dass wir irgendwas dazu erzählen. Ja, deswegen sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Abend und gutes Gelingen beim weiteren Nachkochen und beim Variieren. Das, und bleiben Sie am Ball. Das Gleiche wünsche ich auch. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir heute diesen Kochkurs live präsentieren konnten. Mir hat es Spaß gemacht. Sehr schön.